grüße euch mal wieder aus Düsseldorf. Ha, super Wetter heute, Samstag. E-Cross Germany macht Station in Düsseldorf. Ich freue mich wie Bolle, dass wir zeigen können, was Elektromobilität bedeutet. Auf dem Zweirad, auf dem Dreirad, auf dem Vierrad. Zu Lande, zu Wasser. Heute tatsächlich, weil ein Katamaran ist unterwegs, ein Sonarkatamaran vom Yachthafen, fährt hier hoch und runter und zeigt, dass die Elektromobilität eben auch auf dem Wasser geht. Ihr wisst ja auch, dass ich glaube, dass in 10 Jahren sehen wir auch elektrische Flugzeuge, wo wir uns auch selber reinsetzen können. Also, die Zukunft ist elektrisch und immer wieder und klar auch digital. Das Smartphone ist der Zündschlüssel der Zukunft. Und ich freue mich sehr, dass ich in diesem Jahr Botschafter sein darf für die E-Cross Germany. Und freue mich sehr, dass das Team von Jens Ohlemeyer das wieder mal geschafft hat, hier eine wunderbare Leistungsschau hinzubekommen. Wir zeigen den Menschen, dass Elektromobilität nicht Zukunft ist. Sie ist schon längst da. Es geht. Man kann, wenn man will, umsteigen. Das müssen wir auch. Wir haben in Düsseldorf ja richtig Probleme mit der NOx-Frage. Stickoxide, Atemgift, Diesel. Wir müssen dringend unsere Städte entgiften. Und dazu brauchen wir auch elektrisch fahrende Busse, ob mit Batterie oder mit Wasserstoff. Gute Speichertechnologie und elektrische Antriebe, das ist die Zukunft. Und davon arbeite ich ja gerne mit. Ihr wisst, dass ich im Deutschen Bundestag eine ganze Menge für tue. Wir haben jetzt ein Förderprogramm für PKWs auf die Beine bekommen, ein Anschaffungsprogramm für Unterstützungsprogramm für Ladeinfrastruktur. Und wir wollen auch die bundeseigene Flotte, wo wir in Berlin mit unterwegs sind, auch entsticken. Wir wollen auch dort elektrische Antriebe etablieren. Und alles das ist gut und richtig. Und wir wollen den Leuten helfen, dass sie auch wirklich im Kopf verstehen, dass etwas weniger Reichweite kein Problem ist, dass auch die Ladezeiten kein Problem mehr sind, dass die Ladestationen überall sind. Ich bin jetzt hier am Stand der Stadtwerke Düsseldorf, die ja als Energieunternehmen hier in Düsseldorf immer schon in dem Thema Elektromobilität unterwegs gewesen sind. Eine der Vorreiter, wie ich finde. Und die zeigen eben auch, wie es geht mit den Ladesäulen draußen, auch mit diesen Fahrradstationen. Das ist ja wunderbar. Wir können ja mit unserem E-Bike am Rhein lang fahren und können unterwegs immer wieder den Akku frisch aufladen, während wir uns bei einem Glas Mineralwasser natürlich, wenn wir unterwegs sind, uns erfrischen. Und denkt immer dran, wenn ihr mit dem Zweirad unterwegs seid, nicht wie ich jetzt hier gerade, immer Helm aufziehen. Sicherheit geht vor.